Die Lufthansa in neuer Lackierung. Das war echt lange Zeit ein Thema, was für richtig ordentliche und sehr, sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Und nachdem dann irgendwann die erste 747 in der neuen Farbe unterwegs war, dann der erste A321, der erste A330 und so weiter, stellten sich ganz viele die Frage, wann denn endlich der erste A380 im neuen, im Labor erforschten Lufthansa Blau unterwegs sein wird. Und jetzt haben wir eine Antwort auf die Frage. Und zwar ist der schon fertig. Der soll am Dienstag, soweit ich weiß, nach München kommen. Und das nehmen wir mal zum Anlass, um uns noch ein bisschen über die Lufthansa-Lackierung zu unterhalten und uns mal anzuschauen, was das denn bedeutet, mal eben so das größte Passagierflugzeug der Welt neu zu lackieren. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und mittlerweile ist es tatsächlich schon ja, knapp 10 Monate her, dass die Lufthansa ihre neue Lackierung vorgestellt hat. Schon irgendwie eine ziemlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass aktuell am Flughafen die neue Lufthansa-Lackierung auf jeden Fall durchaus noch als Seltenheit bezeichnet werden kann. Aber bis zum Ende des Jahres sollen es tatsächlich knapp 15% der Flotte von allen Lufthansa-Flugzeugen sein, die jetzt dann die neue Lackierung tragen. Oder nur 15%, das kann man sehen, wie man möchte. Ist aber natürlich auch keine einfache Aufgabe, ungefähr 300 Flugzeuge aus der eigentlichen Lufthansa-Flotte zu lackieren. Dann noch die knapp 20 Flugzeuge, die bei der Lufthansa Cargo fliegen. Und die gut 50 Flugzeuge der Lufthansa CityLine, die müssen ja auch alle neu bemalt werden. Dazu kommt, dass die Flugzeuge selbstverständlich nicht einfach so aus dem Verkehr gezogen werden, um sie dann irgendwann mal in die neuen Farben zu packen, sondern die Flieger werden dann lackiert, wenn es gerade passt. Heißt, wenn die Flugzeuge eh zu einem größeren Check in die Werft müssen, dann kommen die neuen Farben drauf. Oder wenn die Lackierung halt eh hätte überarbeitet werden müssen. Das sorgt dann dafür, dass man nach aktuellen Planungen wohl erst in gut 7 Jahren alle Flugzeuge aus der Lufthansa-Familie, aus der Lufthansa-Flotte in den neuen Farben dann auch wirklich auf dem Hof stehen haben wird. Die Flugzeuge, die in dieser Zeit neu zur Lufthansa-Familie dazustoßen werden, und das sind bestimmt an die 100 Maschinen, wenn nicht sogar noch mehr, darunter befinden sich dann wahrscheinlich alle von den 20 bestellten Boeing 777X oder auch die 40 bestellten A321neo und alles, was dann sonst noch so dazukommt. Diese Flugzeuge, die kommen natürlich direkt von Werk aus in der neuen Lackierung zur Lufthansa und werden dann ja auch ältere Maschinen ablösen. Das Ganze würde diesen Prozess also noch mal ein bisschen beschleunigen. Aber mit der Lufthansa-Maschine Delta Alpha India Mike Delta wird jetzt schon am nächsten Dienstag ein Flugzeug nach Deutschland kommen, ein Flugzeugtyp nach Deutschland kommen, den man so noch nicht in der neuen Lufthansa-Lackierung gesehen hat. Ist besonders spannend, weil es ist das größte Passagierflugzeug der Welt und zwar der Airbus A380. Damit hat man dann jetzt aber auch fast die gesamte Palette durch. Also man hat A320, 320neo natürlich, den 321, den 330, den 340-600 und dann ja auch den A380 und dann natürlich die Boeing 747 als 747-400 und 747-8, die gibt es auch schon in neuer Lackierung. Die ersten Jets der CityLine, die fliegen auch schon im neuen Lufthansa Blau. Und jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber dann fehlt doch eigentlich nur noch der A319, der A340-300, die Boeing 777 als Frachter, weil die MD-11, die gibt es ja auch schon in neuen Farben. Und die Embraers aus der CityLine-Flotte. Dann hat man doch alle. Aber gut, nochmal ein paar Infos zum Airbus A380. Der befindet sich, also zumindest der mit der Registrierung Mike Delta, der dort jetzt die neue Lackierung bekommen hat, der befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt noch in China, in Guangzhou. Denn dort hatte Lufthansa im Mai diesen Jahres einen Vertrag abgeschlossen mit der Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering, einer großen Wartungsfirma dort, für die sogenannte MRO, Maintenance Repair Organization, für den Airbus A380 und die Neulackierung von 4 A380 aus der Flotte. Und die Mike Delta, also dieser A380, der ist jetzt halt der erste in der Reihe. So ein Flugzeug dann neu zu lackieren, ist natürlich eine ziemlich beeindruckende und wirklich aufwendige Sache. Allein dadurch, dass der A380 natürlich wahnsinnig riesig ist und schlicht und einfach unfassbar viel Fläche bietet, um da irgendwo Farbe drauf zu pinseln. Ich kann euch auch sagen, wie viel Fläche das ist, und zwar ungefähr 3100 Quadratmeter für den Rumpf und etwa 850 Quadratmeter pro Tragfläche. Und dafür benötigt man selbstverständlich erst einmal eine ziemlich große Lackierhalle. Die sind für den A380 etwa 220 x 105 Meter groß. Die bedecken so also schon mal knapp 22.000 Quadratmeter Fläche. Und in einer solch großen Halle lässt man dann bis zu 24 Lackierer gleichzeitig
auf den Flieger los. Diese sind natürlich entsprechend geschützt und trotzdem muss die Luft in der Halle, und zwar die gesamte Luft, die sich in dieser Halle befindet, pro Stunde fast 20 Mal komplett durchgetauscht werden. Um an jede Ecke des Fliegers zu kommen, müssen die Lackierer auf ihren Plattformen bei einem A380 gerne mal auf bis zu 25 Meter Höhe hochfahren, damit sie eben auch die letzten Stellen des Höhenleitwerks erreichen können. Und so eine aufwendige Lackierung bei einem so großen Flugzeug dauert dann auch gerne mal zwischen 10 und 14 Tagen, also gut 2 Wochen für die Neulackierung eines Airbus A380. In dieser Zeit versprühen die Lackierer dann gut 1 Tonne Lack, also fast 1000 Kilogramm Lack, und das, obwohl der Lack auf dem Flieger dann am Ende des Tages nur gut 140 Mikrometer dick ist, also 0,14 Millimeter. Aber bevor diese ganze Farbe aufgetragen werden kann, muss die alte ja auch erst einmal runter. Das heißt, das Flugzeug wird mehrfach gereinigt, das Ganze wird dann von Hand manuell abgeschliffen, dann kommt so eine Art Grundierung auf das Flugzeug drauf und dann die einzelnen Decklackschichten obendrauf. Das sagt sich aber so leicht, man muss nur mal ein bisschen drüber nachdenken, wie aufwendig das sein muss, wenn dann 24 Leute gleichzeitig an dem Flugzeug arbeiten und die müssen den Lack wirklich gleichmäßig auf dem Flugzeug auftragen. Und bei einem A380 sind das dann mindestens 6 Schichten. Eine komplett weiße Lackierung des Fliegers ist dabei natürlich die kostengünstigste und effizienteste Art und Weise, ein Flugzeug zu lackieren. Alles weitere, was dann an Farben oder an Mustern oder an was auch immer auf das Flugzeug draufkommt, das kostet Zeit und damit natürlich auch Geld. Und es ist sehr, sehr aufwendig und es macht das Flugzeug selbstverständlich auch tatsächlich schwerer. Aber mehrere Farben oder aufwendige Muster machen das Flugzeug natürlich bunter und für Passagiere bzw. wahrscheinlich so ziemlich jeden, der das Flugzeug dann irgendwann mal zu Gesicht bekommt, auch deutlich attraktiver. Selbst hier beim Lackieren des Flugzeuges ist das also alles ein Kompromiss und ein weiß lackiertes Flugzeug oder ein zum großen Teil weiß lackiertes Flugzeug bringt noch eine ganze Menge weitere Vorteile mit sich, denn obwohl der Flieger da oben meist zwischen minus 40 oder minus 50 Grad unterwegs ist, muss man viel Energie dafür aufbringen, um die Luft, die sich in der Flugzeugkabine befindet oder die in die Flugzeugkabine reinkommen soll, um diese Luft runterzukühlen. Und damit man dafür eben nicht allzu viel Energie aufwenden muss, ist das Flugzeug hauptsächlich weiß lackiert. Denn den Effekt kennt natürlich jeder, wenn er im Sommer mal ein weißes T-Shirt oder ein schwarzes T-Shirt getragen hat. Das mit dem weißen T-Shirt ist schon deutlich angenehmer. Und dieser Effekt, der funktioniert beim Flugzeug natürlich ganz genauso, mit dem Unterschied, dass das Flugzeug wirklich eigentlich immer der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, da die Maschine ja zum Großteil des Tages im Idealfall über dem Wetter fliegen kann. Und auch die oft mehreren hundert Passagiere in der Flugzeugkabine auf engstem Raum, die tragen natürlich ihren Teil dazu bei, dass es in dieser engen Röhre gerne mal etwas zu warm wird. Betrachtet man das jetzt auf eine gesamte Flugzeugflotte, auf vielleicht 50, 100 oder noch mehr Flugzeuge, und dann über einen längeren Zeitraum, dann sind die jetzt vielleicht als etwas unwichtig erscheinenden Faktoren oder die etwas unwichtig erscheinenden Summen, die ergeben natürlich am Ende des Tages ein wahnsinnig großes Einsparpotenzial, nur weil man die Flugzeuge hauptsächlich weiß lackiert hat. Und schaut man sich jetzt einen Airbus A380 der Lufthansa in alter Lackierung an und dann daneben einen A380 in der neuen Lackierung, so wie er jetzt am Dienstag nach München kommen wird, dann fällt einem auch ziemlich schnell auf, dass das nicht nur ästhetische Gründe hatte, warum die Lufthansa jetzt den Weg zur neuen Lackierung gegangen ist. Man verwendet weniger Farben und man verwendet noch mehr Weiß und dadurch lässt sich sicherlich noch der ein oder andere Euro einsparen. Man muss also hier einen Kompromiss finden zwischen Effizienz und Attraktivität bzw. Individualität des einzelnen Flugzeuges. Denn es gibt natürlich auch krasse Gegenbeispiele, so zum Beispiel die komplett schwarz lackierten Flugzeuge der Air New Zealand oder diese besondere 747, die damals mal bei Singapore Airlines unterwegs war, dann aber irgendwann leider verunglückte. Oder es gibt auch schöne Aufkleber, die ein Flugzeug deutlich bunter und interessanter machen können. Und das ist dann nicht annähernd so aufwendig wie eine komplett neue Lackierung. Aber das sind alles Sonderbemalungen, die man nur gemacht hat, weil sie extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und tatsächlich ist es bei diesen Flugzeugen so, dass die jeweiligen Maschinen selbstverständlich allein durch die viel höheren Kosten bei der Lackierung, aber auch durch die eben genannten Gründe schlicht und einfach nicht so effizient betrieben werden können wie weiße oder weißere Flugzeuge. Und umso schöner ist es dann doch, wenn sich gewisse Fluggesellschaften mal etwas trauen und dann auch etwas buntere Flugzeuge an den Flughäfen zu sehen sind. Denn gerade jetzt, wo so viele Maschinen von irgendwelchen Unternehmen geleast werden, zum Beispiel von HiFly oder von Smartlinks oder Cobalt Air oder von wem auch immer, da findet man teilweise extrem viele komplett weiß lackierte Flugzeuge am Flughafen. Obwohl man HiFly vielleicht aus dieser Sache schon wieder ein bisschen rausnehmen muss, denn die haben auch einen komplett schwarz lackierten A340 und der neue A380 von denen, der ist auch ziemlich bunt. Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, und dann gibt es sogar tatsächlich Fluggesellschaften, die so heißen, wie sie aussehen, nämlich einfach weiß.
Aber gut, weiß lackierte Flugzeuge bringen noch einen weiteren Nachteil mit sich. Und zwar, wenn die Flieger dann irgendwann mal richtig dreckig sind, dann sieht das auf weißer Lackierung schon echt richtig schäbig aus. Dann muss man den Gedanken aber auch zu Ende denken und dann bringt eine weiße Lackierung ja sogar ein gewisses Plus an Sicherheit. Denn auslaufende Flüssigkeiten, zum Beispiel Hydraulikflüssigkeiten, Öl oder Sprit, das sieht man viel besser auf einer weißen Lackierung. Und auf einer bunten oder einer komplett schwarzen Lackierung wird es dann ein bisschen schwer. Aber ich gebe zu, die letzten Punkte sind dann vielleicht doch etwas nebensächlich und etwas an den Haaren herbeigezogen. Aber am Ende des Tages kommt es wohl schlicht und einfach auf den Preis an. Und so eine Flugzeuglackierung ist ziemlich teuer und der Unterschied zwischen einer weißen Lackierung und einer bunten Lackierung, der wird auch nicht allzu klein sein. Und deswegen fassen wir jetzt all das, was wir eben erzählt haben, nochmal in ausdrucksstarken Zahlen zusammen. Allein um ein kleines Segelflugzeug zu lackieren, muss man gerne mal an die 12.000 Euro auf den Tisch legen. Für eine Boeing 737-800 sind dann auch gerne mal um die 250.000 Euro fällig. Und wenn es dann in Richtung Großflugzeug A330, Boeing 767 oder so geht, dann kostet sowas auch gerne mal über 400.000 Euro. Und das für eine wenig aufwendige Lackierung. Für den Airbus A380, weil der ist ja echt nochmal eine ganze Ecke größer, da kommt man dann irgendwann sicherlich in Bereiche weit über die 500.000 Euro. Und das nur, weil man das Flugzeug mal neu anmalen möchte. Ja, ist schon ganz schön aufwendig und ganz schön teuer. Aber der Verdienstausfall, der dann dadurch entsteht, bei einer aufwendigen Lackierung, weil das Flugzeug vielleicht über 14 Tage am Boden in der Halle stehen muss, der ist sicherlich noch eine ganze Ecke schwerwiegender. Die Lufthansa hat also ziemlich sicher auch in Zahlen gut messbare Gründe, um das mit der gelben Farbe jetzt endlich mal sein zu lassen und nur noch blau zu verwenden. Und damit soll es das dann für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Punkte für euch dabei. Hab mal versucht, ein bisschen was über Flugzeuglackierung rauszufinden. Und ich finde, das ist schon ein sehr interessantes und vor allem sehr, sehr aufwendiges Thema, so ein Flugzeug neu zu lackieren. Kommentiert gerne mal unter dem Video, was eure Lieblingslackierung ist oder diskutiert gerne auch im Aeronews Germany Forum darüber, welche Fluggesellschaft jetzt die beste und vielleicht aufwendigste, aber gleichzeitig auch interessanteste Lackierung auf ihren Flugzeugen hat. Und wenn ihr dann auch noch ein Bild dazu habt, was ihr selbstverständlich selbst gemacht habt, dann packt es sehr, sehr gerne in die Bildergalerie auf der Aeronews Germany Seite. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir dann nachher ein paar wirklich schicke Lackierungen zusammen haben und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.